Ihren Namen, bitte. Hermann Josef Matula, 31 Jahre alt, geboren in Oberhausen. Polizeiobermeister beim 4. Polizeirevier. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Nehmen Sie Platz. Es geht um die Ereignisse in der Nacht vom 15. zum 16. März. Würden Sie uns bitte schildern, was da passiert ist, den Angeklagten betreffend? Ich hatte Streifendienst, Funkstreifendienst, zusammen mit meinem Kollegen Klaus Grund. Um 12:05, also vor Mitternacht, kam ein Anruf von der Zentrale. Wir sollten in die Clemensstraße fahren, da würden jugendliche Rowdies Autos demolieren. Wissen Sie, wer die Polizei angerufen hat? Nein. So fahren Sie fort. Wir sind also in die Clemensstraße gefahren, haben an der Ecke Clemens-Hunsrückstraße geparkt und sind zu Fuß die Clemensstraße runter. Wir haben die Täter sofort gesehen. Einer brach gerade einen Außenspiegel von einem Auto ab. Ein anderer hielt eine Antenne in der Hand und ein dritter ratschte mit einem Stein oder irgendeinem harten Gegenstand über die Autotür. Wir liefen auf die Täter zu, aber die rannten sofort weg, die Clemensstraße runter in Richtung Mainpark. Als ich am Haus Clemensstraße Nummer 8 vorbeilaufe, sehe ich, wie einer der Täter, der Angeklagte, sich im Hauseingang verstecken will. Ich stelle ihn, aber er leistet sofort Widerstand. Er schlägt mir aufs Auge, in den Magen, wieder ins Gesicht. Ja, und er war ungeheuer aggressiv. Erst als mein Kollege Klaus Grund dazu kam, konnten wir ihn überwältigen und abführen. Und dabei leistete er die ganze Zeit Widerstand. Er trat nach uns und beschimpfte uns als Bullen, als Säue, Nazischweine und... Ja, ich weiß nicht mehr, was er noch alles gesagt hat. Ist es richtig, dass Sie nach der Festnahme des Angeklagten ärztliche Behandlung brauchten? Ja, meine Augenbraue musste genäht werden. Haben Sie Fragen, Herr Staatsanwalt? Ja. Der Angeklagte deutete an, er sei an den Demolieren der Autos gar nicht beteiligt gewesen. Können Sie dazu etwas sagen? Wir haben in dem Hausflur, wo ich ihn gestellt habe, einen abgebrochenen Autospiegel gefunden. War außer dem Angeklagten einer von den anderen Jugendlichen in dem Hauseingang? Nein. Danke. Keine weiteren Fragen. Herr Rechtsanwalt. Sind die anderen Jugendlichen an dem Hauseingang, in dem Sie den Angeklagten gestellt haben, vorbeigelaufen bei Ihrer Flucht? Ja, aber ich habe keinen was wegwerfen. Beantworten Sie bitte nur meine Fragen, Herr Zeuge. Haben Sie gesehen, dass der Angeklagte Autos demoliert hat? Ja, das habe ich doch schon gesagt. Als wir in die Clemensstraße einbogen, waren die gerade nicht dabei... Nicht die, auf die kommen wir später. Der Angeklagte. Haben Sie gesehen, dass der Angeklagte Autos, beziehungsweise ein Auto, demoliert hat? Ja. Herr Polizeiobermeister Matula, ich nehme an, Sie wissen, dass Sie auf Ihre Aussage vereidigt werden können. Ja, das weiß ich. Also, haben Sie den Angeklagten Paul Schneider beim Demolieren klar erkannt? Ja, also wer gerade was demoliert hat, es waren ja 5 oder 6 Burschen. Und so nah waren wir auch nicht. Und es war ja auch Nacht. Nicht wahr? Es war Nacht. Und es war eine mondlose Nacht. Ich habe mir die Mühe gemacht, das nachzusehen. Und die Clemensstraße hat eine schlechte Straßenbeleuchtung. Was haben Sie also wirklich gesehen? Ich habe deutlich erkannt, wie die Autos demoliert haben. Richtig. Die. Nämlich eine Gruppe von Gestalten. Das wird hier ja auch gar nicht in Abrede gestellt. Dann sahen diese Gestalten 2 Polizisten auf sich zukommen und rannten weg. War es so? Ja, das habe ich doch gesagt. Nein, Herr Matula, das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, Sie hätten den Angeklagten demolieren und wegrennen sehen. Diese Ihre Aussage war, wie sich jetzt herausstellt, falsch. Richtig ist, dass Sie den Angeklagten zum ersten Mal gesehen haben, als er sich in dem Hauseingang, an dem Sie vorbeiliefen, zu verstecken versuchte. Ja oder nein? Ja, ich konnte doch nicht... Ja oder nein? Ja oder nein, was? Haben Sie den Angeklagten zum ersten Mal gesehen, als er sich in dem Hauseingang zu verstecken versuchte? Ich habe ihn rennen sehen. Ihn oder eine Gruppe von Gestalten? Ihn und andere. Aber ins Gesicht gesehen haben Sie nicht? Wenn jemand wegrennt, dreht er einem meist den Rücken zu. Sehr richtig, Herr Polizeiobermeister. Wenn jemand wegrennt, dann dreht er einem meist den Rücken zu. Und dann plötzlich drehte Ihnen jemand nicht den Rücken, sondern das Gesicht zu. Warum? Er wollte sich verstecken. So ist es.
Er wollte sich vor einer Horde die Straße herunterrennender Gestalten verstecken, wie Sie es nennen, beziehungsweise ihnen aus dem Weg gehen, wie ich es nennen möchte. Einfach, um nicht von ihnen umgerannt zu werden. Er stellte sich in den Hauseingang. Er rannte nicht weg wie die anderen, weil er nichts getan hatte, weil ihn die Sache nichts angeht. Und warum trischt er wie ein Irrer auf einen Polizisten ein, nur weil er nichts getan hat? Nein, er trischt nicht auf einen Polizisten ein. Er hat ja gar keinen Polizisten gesehen. Er hat auch eine Gruppe von Gestalten gesehen, denen er aus dem Weg gehen wollte. Und plötzlich kommt jemand in den Hauseingang und stürzt sich auf ihn. Dieser jemand ist im ersten Moment kein Polizist für ihn. Es ist jemand, der ihn angreift, vor dem er Angst hat, gegen den er sich verzweifelt wehrt, in Notwehr. Das war die Situation des Angeklagten. Und ich kann seine Handlungsweise sehr gut verstehen. Und warum hat er immer wieder gesagt, Scheißbulle, verdammter Scheißbulle, während er auf mich eingedroschen hat? Warum hat er das gesagt, wenn er gar nicht wusste, dass ich Polizist bin? Ja, irgendwann, im Verlauf des Kampfes, hat der Angeklagte erkannt, dass es ein Polizist war, der da auf ihn einschlug. Ich auf ihn? Das hoffe ich so sehr, dass ein Polizist sich von einem 18-jährigen Jungen nicht ohne Gegenwehr verprügeln lässt. Und war es nicht auch so, dass nicht nur Sie, sondern auch der Angeklagte sich in jener Nacht ärztlich behandeln lassen musste? Ja, Sie schlugen auf ihn ein und er auf Sie. Und dabei erkannte er, dass Sie ein Polizist waren. Und das machte ihn nur noch wütender, dass da ein Polizist auf einen ahnungslosen Passanten einschlug. Und er beschimpfte diesen Polizisten in seiner Wut. Das bestreiten wir ja gar nicht. Dass er noch im Wagen und auf der Wache nach uns trat, das bestreiten Sie hoffentlich auch nicht. Nun, dass der Angeklagte, nachdem er von zwei Polizisten zusammengeschlagen worden war, unter Schock Ausbrüche von Trotz und hilfloser Wut hatte, das ist richtig. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Machen Sie Auslagen geltend? Nein. Dann können Sie gehen oder der Verhandlung weiter beiwohnen, wie Sie wünschen. Ich möchte gerne dem Angeklagten noch ein paar Fragen stellen, nachdem die Verteidigung hier plötzlich einen völlig neuen Sachverhalt geschildert hat. Einwände? Bitte sehr. Also, Herr Staatsanwalt. Es klingt alles so schön und einfach, was Ihr Verteidiger da gesagt hat. Ein unschuldiger junger Mann, nachts auf dem Nachhauseweg, der sich plötzlich in einer Situation sieht, in der er durchdreht. Das klingt so simpel, dass ich mich frage, warum Sie uns das nicht schon früher erzählt haben. Ich frage genauer, warum haben Sie auch vorhin bei Ihrer Vernehmung keinen Ton davon gesagt? Warum musste Ihr Verteidiger uns diesen Sachverhalt schildern? Würden Sie jetzt bitte antworten? Sie sind in der Nacht nach Ihrer Festnahme verhört worden. Ihre einzige Antwort waren Beschimpfungen. Sie sind vom Ermittlungsrichter verhört worden. Sie haben geschwiegen. Ich habe Sie vorhin befragt. Sie haben kaum den Mund aufgemacht. Warum nicht? Wenn alles so einfach war. Es ist das Recht des Angeklagten zu schweigen. Es ist auch sein Recht, sich nicht so klar ausdrücken zu können wie sein Verteidiger. Und es ist das Recht der Verteidigung, ihre Argumente dann vorzubringen, wenn sie es für geeignet hält. Und das war nun mal jener Moment, in dem der Herr Polizeiobermeister Matula hier auftauchte und mit der gottgegebenen Gewissheit des Beamten etwas als Tatsache darstellte, was lediglich sein subjektiver Eindruck war. Jawohl, wir haben absichtlich geschwiegen, bis wir am geeigneten Beispiel demonstrieren konnten, dass manche Leute in Uniform immer noch glauben, dass jemand dadurch, dass sie ihn beschuldigen, auch schon schuldig ist. Das ist eine Diffamierung der Polizei, gegen die ich schärfstens protestieren muss. Nicht der Polizei, Herr Staatsanwalt. Das habe ich nicht gesagt, sondern eines Polizisten. Das habe ich gesagt. Und dazu stehe ich. Es ist jetzt kurz vor eins. Ich hoffe, die Mittagspause wird zur Beruhigung der Gemüter beitragen. Einen Kaffee, bitte. Schön. Herr Dr. Renz, also ich bin ja so froh, dass Sie den Fall doch noch übernommen haben. Sie waren toll. Sie waren wirklich ganz toll. Nun warten Sie doch erstmal das Urteil ab, Frau Schneider. Ach, Sie schaffen das schon. Ja. Da bin ich ganz sicher. So. Im Namen des Volkes
Der Angeklagte ist schuldig eines Vergehens des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit einem Vergehen der Körperverletzung. Er wird deswegen zu einer Jugendstrafe von 6 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens einschließlich seiner notwendigen Auslagen zu tragen. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt 2 Jahre. Das Urteil begründet sich wie folgt. Something in the way he brews me. In love, I want to leave it now. You know I believe it now. Ja. Ja. Something in his smile he knows. That I don't need no other. Gehst du Samstag zur Eintracht? Das weiß ich noch nicht. Oh, ganz schön frech, rechts überholen, ne? Bank 338 für Frank kommen. Hier, Frank, 338, bitte kommen. Standort? Kaiserstraße, ungefähr Mitte. Fahren Sie Humboldtstraße 25, 3. Stock. Nächtliche Ruhestörung. Beschwert hat sich ein Herr Winkler. 4. Stock. Verstanden. Ende mit Frank 338. Ende mit Frank. Wir sind auf eine Party eingeladen. Sollen wir die mitnehmen? Komm, lass den Quatsch. We almost made the pieces fit, didn't we? This time. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte, aber wir haben eine Beschwerde wegen nächtlicher Ruhestörung. Haben Sie eine Feier oder sowas? Ja, ich habe die Bude voll. Wollen Sie nicht reinkommen? Schön. Hier sind meine Freunde. Wir haben gesungen, getanzt, unheimlich einen drauf gemacht. Müssen Sie uns jetzt verhaften? Der Mieter über Ihnen behauptet, Sie hätten überlaut Musik gespielt. Ich habe in der Lautstärke Musik gespielt, die Sie jetzt hören. Das werde ich auch weiterhin tun. Wenn es verboten ist, können Sie Anzeige erstatten. Warum sind Sie eigentlich so aggressiv? Weil der Mieter über mir ein geiler alter Querulant ist, der über alles meckert. Und der sich bei jeder Gelegenheit an mich randrängelt, indem ich die Meinung gesagt habe und der mich seitdem schikaniert. Deswegen bin ich aggressiv. Ja, deswegen brauchen Sie da nicht auf mich loszugehen. Ja, Entschuldigung. Tja, und was die Musik betrifft, ich finde nicht, dass die zu laut ist. Was meinst du? Wenn ich Musik höre, geht es lauter zu. Tja, das wär's schon. Aber sagen Sie, wie heißt die Sängerin, die da singt? Also, was ist denn nun? Sind Sie fähig, diese widerliche Musik da abzustellen oder nicht? Nur regen Sie sich doch erstmal ab. Und ob die Musik widerlich ist, ist doch eine Geschmacksfrage, oder? Ich will schlafen. Das ist mein gutes Recht. Klar, das kann ich ja gut verstehen. Wahrscheinlich am liebsten hier. Das ist doch wohl das Letzte. Ich habe genau gehört, was Sie da eben gesagt haben. Das ist eine Unverschämtheit. Das lasse ich mir nicht gefallen. Sehen Sie das doch mal etwas lockerer. Ich werde mich beschweren. Ich verlange Ihren Namen. Polizeiobermeister Matula, 4. Polizeirevier. Sonst noch was?
Tja, vielen Dank. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie die Sängerin heißt. Ich habe in angemessener Lautstärke Musik gehört und darum ging es doch, oder? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seltsames Mädchen. Warum? Weil sie nicht auf dich abgefahren ist? Kann ja mal vorkommen. Mal ist gut. Sie hat was. Irgendwas Besonderes. Ja, sie ist verdammt aggressiv. Kennst du die Platte, die sie gespielt hat? Keine Ahnung. Noch Einwohnermeldeamt. Noch. Hier Polizeirevier 4. Polizeiwache, Capisco. No parle español. Hier nix Dolmetscher. Qui tu telefonare, Einwohnermeldeamt. Numero momento. Momento, gleich. Aber was macht dieser Mann? Der stellt mir nach. Achtung. Der verfolgt mich. Verstehen Sie? Ja, wie sieht er denn aus? Ganz normal eigentlich. Wissen Sie, ich kann machen, was ich will. Einkaufen, spazieren, jemanden besuchen. Immer taucht er irgendwo auf. Ja, aber tut er irgendwas? Nein, er läuft mir nach. Ja, und sonst nichts? Ich meine, belästigt er Sie? Nein, das ist es ja. Das ist es ja. Ich meine, ich fühle mich bedroht und nichts passiert. Ich bin schon ganz mit den Nerven runter. Ja, aber was sollen wir tun? Das weiß ich doch nicht. Aber er kann mir doch nicht einfach Angst machen. Dazu hat er doch nicht das Recht. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben auch nicht das Recht, einen Mann zu belangen, der, wie Sie sagen, nichts tut. Na ja, dann will ich ihn essen. Guten Tag. Das ist aber eine angenehme Überraschung. Also für mich nicht. Nein? Nee, mein Auto ist weg. Was war es denn für ein Auto? VW Käfer, FIU 785. Farbe? Weiß. Ja, was ist denn daran so komisch? Wo hast du denn zuletzt geparkt? In der Kölner Straße. Schräg gegenüber von dem großen Teppichgeschäft? Ja. Dann habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Oh Mann, mein Auto ist geklaut und Sie machen hier Witze. Welche wollen Sie zuerst hören? Die gute oder die schlechte? Die gute. Ihr Auto ist gar nicht gestohlen. Sondern? Jetzt kommt die schlechte. Der Wagen war in der Feuerwehranfahrtzone geparkt und wir haben ihn abschleppen lassen. Wer ist wir? Wir. Die für das Revier zuständige Polizei. Ja, und wo steht's jetzt? In der Kraftfahrzeugverwahrstelle in der Virchowstraße. Ach, je. Ich brauche den Wagen heute. Wie kriege ich ihn denn wieder? Sie müssen die Abschleppgebühr bezahlen. Wahrscheinlich kriegen Sie auch noch einen Bußgeldbescheid. Ach du Scheiße. Naja. Wie kommen Sie denn da hin? Bus, Taxi irgendwie. Die machen in einer Viertelstunde zu. Wenn Sie 3 Minuten warten, ich habe jetzt Dienstschluss. Und ich wohne ganz in der Nähe. 2 Minuten. Okay. Ich warte draußen. Sag mal, seit wann wohnst du in der Nähe von der Virchowstraße? Na, schon immer. Du wohnst glatt 15 Kilometer entfernt. Ist doch nah. Stell dir mal vor, ich wohne da am Flughafen. Willst du der Puppe den Wagen rausmogeln? Rausmogeln? Ich will da nichts rausmogeln. Ganz im Gegenteil. Irgendwann handelt er sich Ärger ein. Betten? Er hat halt eine andere Dienstauffassung. Du musst es nicht so eng sehen. Das kann ich für Sie tun. Ich möchte gerne eine Suchmeldung aufgeben. Vor einigen Tagen ist mir mein Dackel gelaufen. Dackel? Nein, das ist Sherry. Sherry? Ja. Nein. Dackel. Dackel, ja. Welche Farbe? Braun. Braun. Langhaar, Kurzhaar? Langhaarig. Und Langhaar. Und wo ist er denn weggelaufen? Im Garten. Im Garten? Garten? Ja. Seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen ist er schon weg? Ja. Hey! Was ist denn jetzt los? Was ist denn, Georg? Willst du schon dicht machen? Schon, es ist 5:57, jetzt ist Feierabend. Was? So, und jetzt ist es genau 5 Minuten vor 6. Und meine Uhr geht richtig.
Du, ich hab schon alles weggeschlossen. Wenn schon nicht meinetwegen, dann wenigstens der jungen Dame zuliebe. Die kann nämlich gar nicht dafür, dass ihr Wagen abgeschleppt worden ist. Ja, warum habt ihr denn dann abschleppen lassen? Na, da waren mal wieder so ein paar Übereifrige zugange. Du kennst die Sorte doch. Ich hab nur schnell was eingekauft, nicht mal eine Viertelstunde. Ja, komm, stell dich nicht so an. Weißer VW Käfer. Kennzeichen? FIU 785. Hm? Ja, immer die Ausnahmen nach Feierabend. Sehen Sie, manchmal geht's auch bei der Polizei menschlich und locker zu. Dafür wollen Sie jetzt wohl noch einen Orden haben, was? Nein. Aber vielleicht gehen Sie mit mir ein Bier trinken. Oder einen Kaffee. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich habe eine Verabredung, deswegen brauche ich ja den Wagen. Hey, Moment, ich brauche noch eine Unterschrift. Ach so. So, bitte da. Vielen herzlichen Dank. Nichts zu danken. Na, das hat heute wohl nicht ganz geklappt mit dem Abschleppen, was? Hallo, was machen Sie denn hier? Sie abholen. Ja, woher wissen Sie denn, dass ich hier arbeite? Oh, sowas kriegt man raus. Ich hab die Ärzte. Ich würde gern mit Ihnen essen gehen, falls Sie nicht heute schon wieder was vorhaben. Okay. Da steht mein Auto. Also gut. Warum wird man Polizist? Warum sind Sie Fremdsprachensekretärin geworden? Weil ich hoffte, damit ins Ausland zu kommen, was von der Welt zu sehen. Und? Ich war ein halbes Jahr in Brüssel. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich habe mich einsam gefühlt. Ich mache nicht leicht Kontakte. Und Sie? Haben Sie viele Freunde? Eigentlich nicht. Mit meinem Kollegen bin ich nie richtig warm geworden. Und für die anderen ist man eben immer Polizist. Ein Bulle. Ist es so? Naja. Wahrscheinlich kriegt jeder ein schlechtes Gewissen, wenn wir kommen. Die sehen immer nur die Uniform. Das kann ich auch verstehen. Ich meine, manchmal denke ich, ich hätte nur Glück gehabt, dass ich nicht auf der anderen Seite bin. Verstehst du? Ja. Ich rede zu viel. Ich glaube, ich habe schon klein im Tee. Ich auch. Ist das schlimm? Komisch, heute Abend fühle ich mich ganz anders. Ich meine ja nicht als Polizist. Willst du noch was trinken? This time we almost made.
Du gehst über den Markt von Cusco. Es ist noch früh am Morgen. Die Männer haben bunte Wollmützen auf und die Frauen steife, hohe Hüte wie Zylinder. Manche haben ein Tuch auf dem Rücken, in dem sie ihre Kinder tragen. Sie sind alle sehr ernst. Du lächelst sie an, aber sie lächeln nicht zurück. Es ist noch kalt. Aber du spürst, dass der Tag sehr heiß wird. Warst du mal da? Nö, ich wollte oft, aber... Aber? Alleinreisen ist nicht schön. Und es war halt nie der Richtige. Hallo Laura. Hast du noch geschlafen? Ja, was ist denn? Du, ich treffe mich mit Elfen, Rolf und Harten und wir wollen dann trinken gehen. Und heute Nachmittag wollen wir doch ins Wahlstadion. Ja, und? Du kannst mir ein bisschen Geld pumpen. Ach, schon wieder? Ja, ich weiß. Du, am Mittwoch kriege ich auch wieder Geld. Dann kann ich auch den Rest zurückzahlen. Ja, ja. Kante. Was hat Paul Schneider mit dir zu tun? Er ist mein Bruder. Paul war erst 8 Jahre alt, als unsere Eltern ums Leben gekommen sind. Und seitdem kümmere ich mich um ihn. Was wollt ihr von mir? Was sollen wir denn von dir wollen? Wir haben uns kennengelernt und du hast mir gefallen und ich habe vergessen, dass du ein Polizist bist. Soll ich in der Berufungsverhandlung meine Aussage zurücknehmen? Ist das? Aber kapierst du überhaupt nichts? Hau ab! Raus! Aua! Warum bist du nur ein Polizist? Laura. Ich habe 3 Bier und 3 Schnaps getrunken, okay. Aber davon bin ich lange nicht besoffen. Ich kann 10 Bier und 10 Kurze trinken und bin nicht besoffen. Ich habe auch niemanden belästigt. Das ist einfach nicht wahr. Können wir jetzt Ihre Personalien haben oder nicht? Tag, Matula. Ich habe keinen Ausweis dabei. Sie hatten etwas früher Dienstschluss, Donnerstag, ne? Also, wie heißen Sie? Wieso? Wieso soll ich das? Ja, fragen? Sie hatten Dienst bis 6. Als ich Sie 17:45 anrief, waren Sie schon weg. Was war denn los? Jetzt frage ich Sie, was los war, dass Sie früher gegangen sind. Eine Bekannte hat mich abgeholt. Sie war ein bisschen früh dran und da wollte ich Sie nicht warten lassen. Tut mir leid. Eine Bekannte. Weshalb wollten Sie mich denn sprechen? Weil Runert und Wessely krank sind und ich Sie auf der Bereitschaftsliste haben wollte. Ja, tut mir leid. Ich habe auch Freitagnacht ein paar Mal versucht, Sie anzurufen, aber Sie waren offenbar außer Haus. Naja, ich weiß, die Bekannte. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass Sie eine Bekannte und so weiter und so fort. Aber die Kollegen, ich meine Kollegen, die machen sowas bei sich zu Hause. Und wissen Sie warum? Damit sie zu erreichen sind, wenn Not am Mann ist. Und Freitag und Samstag ist meistens Not am Mann. Die Kollegen, die wissen sowas. Es war eine Premiere. Da lassen sich diese Sachen nicht immer so einrichten. Eine Premiere war es. Wissen Sie, was es für mich ist? Eine Unkollegialität und sonst gar nichts.
Und überhaupt, Ihre ganze Dienstauffassung gefällt mir nicht. Arschgeige. Ist Ihre Schwester da? Ich kauf gerade ein. Muss aber jeden Moment zurück sein. Kommen Sie rein. Was zu trinken? Bitte. Ein Bier? Ja. Sie hat bloß Wein da. Egal. Vergessen wir den ganzen Scheiß. Du hast deinen Job gemacht und ich... Vergiss es. Die Laura hat mir erzählt, dass du gar nicht so bist. Nicht wie? Jetzt fang ich schon wieder damit an. War das letzte Mal. Ehrenwort. Die Laura ist echt spitze, ne? Ich weiß. Du kennst sie nicht so gut wie ich. Manchmal bin ich bei einer Sau, dass sie meine Schwester ist. Hallo, Schwesterherz. Hallo. Willst du fahren? Such thing as Dr. Seuss, Disneyland, and Mother Goose ain't no nursery rhyme. Garden made little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when my soul is feeling low, I think about the space aglow to ease my mind. Schalte mal hoch. Das ist was anderes als in meiner Kiste. And smiles when he first sees me, 'cause he's made that way. Na los, komm! Na komm! Na bitte! War da ganz prima! Okay, gleich nochmal. Na los! Hast du dir wehgetan? Ich bin gleich schon auf die Seite geknallt. Du musst dein Kinn auf die Brust drücken und den Rücken rund machen. Sag mal, wie oft habt ihr Judo in der Woche? Auf der Polizeischule zweimal. Jetzt ist es freiwillig. Ich muss selten hin. Kannst du mich nicht mal mitnehmen? Komm, wir machen's nochmal. Nein, nein, jetzt gucken wir erstmal, was Laura zu essen hat und dann machen wir noch eine Runde. Okay. Was macht ihr denn? Nehmen und ausatmen. Hast du dir wehgetan? Nee, nee, schon gut. Ist nicht passiert. Na, dann lass es erstmal was essen. Als erstes möchte ich ein Gläschen Wein. Hm? Ja, ich auch. Ja? Ja, danke.
was möchtet ihr zu essen? Gib mal ein Stück Brot da. Das ist schon gerade umgeplant. Du, sag mal, was ist eigentlich das Spannendste an eurem Dienst? Ich glaube, da machst du dir falsche Vorstellungen. Nee, hast du schon mal eine richtige Schießerei gehabt? Nö. Einmal ist jemand mit dem Auto auf mich losgefahren. Volle Pulle, direkt auf mich zu. Ich bin weggesprungen. Aber da fehlten wirklich nur noch Zentimeter. Ja, und einmal ist einer mit dem Messer auf mich losgegangen. Und da muss ich natürlich ein bisschen massiver werden. Ne? Nee, hat schon mal jemand auf dich geschossen? Nein, die meisten Sachen, die passieren, abgesehen von den Verkehrssachen, sind Diebstähle. Und Diebe schießen nicht, die rennen, wenn die Polizei kommt. Und die kommen meistens zu spät oder gar nicht. Ja, ihr müsst eben früher aufstehen. Weißt du, die Leute, die sichern ihren Kram nicht, die versichern ihn. Ne? Ich meine nicht so sehr Privatleute, sondern Firmen, Konzerne. Zum Beispiel das WKG-Gelände. Da bin ich auch schon vorbeigefahren. Da liegen Waren für 100.000. Ungesichert. Kein Werkschutz, kein Sicherheitssystem, nichts. Aber alles versichert, ne? Und dann ist es ja egal. Und wenn dann was passiert, dann sind wir, die Polizei, dämlich, unfähig, blöd und so weiter. Es gibt einfach zu viel Geld in diesem Land. Wo willst du denn hin? Na, ich lasse euch alleine. Oh, sei doch nicht kalt. Ich will mir ein Bier holen, außer es ist mir zu kalt hier oben. Du, Josef, hör mir mal zu. Ja. Nein, das ist wichtig. Ja. Ich freue mich ja über Paul und dich, dass ihr euch jetzt vertragt. Aber ich muss dir was erklären. Paul ist ein labiler Junge. Er ist vorbestraft wegen Einbruchdiebstahls. Ich weiß. Ja, umso schlimmer, dass du ihm solche Geschichten erzählst. Was für Geschichten? Na, wie da mit dem WKG. Ach komm, ich wollte... Nein, es ist ernst. Paul ist nicht schlecht, das hast du ja gesehen. Aber er hat einen Umgang, der mir nicht gefällt. Ja, auf jeden Fall möchte ich nicht, dass du ihm Geschichten erzählst, die ihn oder nicht ihn, aber seine Kumpels auf dumme Gedanken bringen. Ich wollte doch nur an einem Beispiel erklären. Paul ist mein Kind. Du weißt, wie ich das meine. Ich habe ihn erzogen, als ich selbst noch ein halbes Kind war. Und wenn er wieder was anstellt, dann habe ich versagt. Ich, nicht er, verstehst du? Das würde ich mir nie verzeihen. Ich kümmere mich um ihn. Sieh mal. Wo? Da. Oh ja. Was ist denn das? Einbohren. Ach, da guckst du hin. Ich guck da und oben auf den Berg und sehe nichts. Da sehe ich ja was, eine Hütte. Ein Häuschen, ja. Der Bulle. Hier wohnt ihr also? Da hinten. Meine Kiste springt mir hier an. Irgendwas ist mit dem Anlasser. Laura sagt, ihr könnt mir helfen. Wie bist du denn hergekommen, wenn deine Kiste nicht anspringt? Angeschoben. Guck dir das mal an. Hallo? Hallo? Oh Mann! Da habt ihr ja ein tolles Ding. Ist noch viel dran zu machen. Brauchen noch einen Motor. Was kostet denn der Spaß? Das meiste können wir selber machen. Aber das habt ihr doch nicht alles selbst gemacht. Fast alles.
Und ihr wollt wirklich Rennen fahren? Was heißt denn ihr wollt? Wir fahren schon. Crash. Ja, Crash ist doch scheiße. Formel V und dann Formel 3. Da geht's lang. Was ist denn kaputt? Na, Kabel von meinem Nitschalever. 58er. Hm? Ach, Lars Rolf, ist ein Freund von mir. Nix, wir haben gesagt, alles, was wir nebenbei machen, kommt in die Rennkasse. Ohne Ausnahmen. 50er. Einen satten Stundenlohn habt ihr. Tja, wenn ihr von einem Rennmechaniker ein Kabel stecken lässt. Wer von euch fährt denn die Rennen? Der Paul. Guten Tag, Frau Schneider. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich habe seit einigen Tagen die schriftliche Begründung des Urteils gegen Ihren Bruder. Die Frage ist nun, ob wir Berufung einlegen oder das Urteil annehmen. Ich weiß nicht. Wenn Sie meinen, dass wir eine Chance haben, besser wegzukommen? Tja, die Bewährung ist eigentlich sehr günstig. Ist praktisch wie ein Freispruch, wenn Ihr Bruder sich in den nächsten 2 Jahren nichts zu Schulden kommen lässt. Er ist leider sehr labil. Ja, aber jetzt weiß er doch, dass er automatisch 6 Monate absitzen muss, wenn auch nur das Geringste passiert. Zusätzlich zu der eventuellen neuen Strafe. Das hat er doch verstanden, oder? Ja, sicher. Also, wollen wir in die Berufung gehen oder nicht? Ich kann es wirklich nicht entscheiden. Wenn Sie glauben, dass... Wenn die Diensthandlung dieses Polizisten... Matula. Wenn die Diensthandlung dieses Matula unrechtmäßig war, und das müssten wir beweisen, dann ist auch ein Widerstand gegen diese Unrechtmäßigkeit erlaubt. Dieser Matula ist die entscheidende Figur. Ich müsste ihn noch viel härter anfassen, als ich es schon getan habe. Dann hätten wir vielleicht eine Chance. Ich glaube, vielleicht sollten wir das Urteil doch lieber annehmen. Ja. Sag mal, wann bist du eigentlich dem Wunderlich auf den Schlips getreten? Wieso fragst du? Na, tu doch nicht so, als ob du das zum ersten Mal hörst. Da kann dich nicht verknusen, ist doch kein Geheimnis. Ich ihn auch nicht. Es gibt eine Menge Leute, die ordentlich zusammenarbeiten, ohne dass sie sich besonders gern haben. Um das ordentlich geht's aber. Wunderlich lässt bei jeder Gelegenheit raus, dass er deine Dienstauffassung unordentlich findet. Dienstauffassung? Schon das Wort kotzt mich an. Hör dich doch nicht so auf. Ich will mich aber aufregen. Dass nämlich nicht nur der Wunderlich ist, sondern fast alle von unserem Haufen genauso denken. Und das steht mir bis hier. 224, Lerchenstraße. Frank 253, Friedrich-Ebert-Allee. Frank 224 und Frank 253. Fahren Sie WKG-Gelände. Mehrere verdächtige Personen. Vermutlich Einbruch. Mensch, wir sind doch noch im Einsatz. Wir sind doch meilenweit vom WKG-Gelände. Scheiße, verdammte Scheiße. Doch nicht so, was soll denn das? Wenn du mal auf, da ist rot. Ist das ja doch heiß. Das
Nikola, geh nicht allein, warte! Was ist denn los mit dir? Was ist denn passiert? Geh mal in den Verbandskasten. Ich hatte den einen, ich hatte ihn, aber dann hat er mir den Kopf auf den Wagen geknallt und war weg. Hier kommt keiner raus, alles abgeriegelt. Ich sag dir, der ist weg. Der ist weg. Bist stolz, was? Kennst du die Typen? Ja, die haben mal meinen Wagen repariert. Wie viele wart ihr? Wer hat die Sache ausgeheckt? Was wolltet ihr denn überhaupt klauen? Hat euch jemand einen Tipp gegeben? Mensch, nun mach endlich den Mund auf, Kerl. Wir können auch anders. Wir kriegen's raus, so und so. Aber wenn du es uns sagst, wird's dir sicher helfen in der Verhandlung. So. Und jetzt nochmal von vorn. Wer waren die anderen? Was für andere? Glaubst du, wir haben Tomaten auf den Augen? Ihr wart doch mehr als zwei. Rolf und ich, sonst war da niemand. Ich da noch andere rumgetrieben haben, keine Ahnung. Ist ja ein schöner Zug von dir, dass du deine Kumpels decken willst. Ich bin ganz gerührt. Aber jetzt komm mal mit der Wahrheit rüber. Ehrlich, Mensch. Du komm uns nicht mit ehrlich. Das hören wir nicht so gern von Burschen wie dir. Also, wer war der Dritte? Kann ich Sie mal sprechen? Draußen. Da warst du schon mal im Gefängnis, oder? Dann solltest du wissen, dass das Einzige, was dir noch helfen kann, ein Geständnis ist. Also, wer war der Dritte? Der Paul. Paul wer? Paul Schneider. Bruder von der Laura. Ich höre, Sie kennen die beiden Burschen. Ja. Das sind Mechaniker in einer Werkstatt, wo ich mal mit meinem Wagen war. Und den Dritten kennen Sie nicht? Nein. Und Sie haben ihn nicht erkannt, wo Sie doch nah an ihm dran gewesen sein mussten, wenn er Sie hat schlagen können. Wie soll ich ihn erkennen, wenn ich ihn nie gesehen habe? Er war ziemlich klein, hatte helles, längeres Haar. Mehr weiß ich auch nicht. Komische Geschichte. Wieso? Warum sind Sie nicht mit Schreiber zusammengeblieben? Was kann ich dafür, wenn der langsamer ist als ich? Ja, ja, er wird alter Schreiber. Ich will zum Arzt. Kann ich jetzt gehen? Ja. Gehen Sie mal, bevor Sie verbluten. Was machst du denn hier? Ich habe beim Einsatz meine Uhr verloren. Da drüben. Mhm. Soll ich dir suchen helfen? Nee, lass mal. Ich finde dich schon. Okay.
Franzl von 19. Herr Matulak ist hier im Grundstück Wohnung Paul Schneider. Das ist doch Matulak. Was macht der denn hier? Frank für Frank 11. Frank 11 für Frank. Revierleiter Wunderlich, bitte melden. Laura. Laura, sei ganz ruhig jetzt. Lass uns gemeinsam überlegen, was wir jetzt tun können. Ich hab's dir ja gesagt. Es sind dann seine Freunde, die ihn da reinziehen. Ich hab's gewusst. Nein. Laura, du kannst nicht immer andere dafür verantwortlich machen. Seine Freunde oder mich. Paul ist ein erwachsener Mensch. Er ist ein Kind. Nein, er ist verantwortlich für das, was er tut. Als ich bei Ihnen in der Werkstatt war, hat Paul den Ton angegeben, nicht die anderen. Er will Rennfahrer werden, dafür brauchen Sie das Geld. Die anderen sollen nur den Mechaniker spielen. Du bist gegen ihn. Laura, wenn ich gegen ihn wäre, hätte ich ihn dann versteckt. Ja, bist du denn sicher, dass er frei ist? Ja, aber es nützt nichts, darüber müssen wir uns klar sein. Die anderen werden sagen, wer der Dritte ist. Oder wir kriegen es raus. Ja, wir. Laura! Ich kann doch nicht dafür. Mal das Foto. Ich glaube, das ist er. Na dann los. Hey, was wollt ihr denn? Ihn festnehmen. Na, langsam, langsam. Kollege Matulak ist doch schon im Haus. Aber Matulak ist alleine. Er braucht keine Hilfe. Auf den können wir uns verlassen. Vielleicht. Vielleicht verraten die beiden Paul ja nicht. Damit darfst du nicht rechnen. Ich mach auf. Laura, warum hast du das gemacht? Ach, lass mich los. Ja, wie soll denn das jetzt weitergehen? Wenn die rauskriegen, dass du schon wieder was angestellt hast. Nun kackt euch mal nicht in die Hosen. Noch haben sie mich ja nicht. Aber sie kriegen dich. Weil ihr so gut seid, hä? Huh? Weil man gegen euch nicht ankommt. Aber das werden wir ja noch sehen. Paul, du musst dich stellen. Warum hast du mich denn erst versteckt? Frank für Frank 11. Frank 11 für Frank. Einsatzwagen in die Humboldtstraße 25. Dritter Stock Schneider. Ende mit Frank. Dann mal los. Hör auf zu trinken. Was wird denn dafür kriegen? Versuchter Diebstahl. Und Widerstand gegen die Staatsgewalt, das darfst du nicht vergessen. Ja, das kommt allerdings noch hinzu. Wieso wart ihr eigentlich sofort da? Du hast doch gesagt, das Gelände ist unbewacht. Verdammt, ich konnte doch nicht ahnen, dass ihr Idioten da einbrecht. Was willst du denn jetzt machen? Gar nichts, hau ab. Was heißt es, ich hau ab? Ja, weg ins Ausland, Frankreich, Spanien oder Afrika, ist doch egal. Also du spinnst doch! Wie viel Geld hast du da? Polizei, aufmachen! Ganz ruhig. Sofort aufmachen! Hallo! Ja, die Tür! Wir sind voll auf dich festgenommen. Halt. Mach keinen Blödsinn. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich verbiete Ihnen, mit dem Festgenommenen zu reden. Herr Matulak? Sie sind dringend verdächtig der Strafvereitelung am Amt. Sie werden beschuldigt, den Paul Schneider, den Sie im Dienst bei einem Einbruch ertappten, absichtlich laufen gelassen zu haben. Nein, das ist nicht wahr. Was ist dann wahr? Er, der Paul Schneider, hat mich. Er ist mir entkommen.
Sie haben sich mit ihm geschlagen. Ja. Und haben ihn dabei doch erkannt. Oder nicht? Ja, ich habe ihn erkannt. Haben ihn aber anschließend nicht ihrem Vorgesetzten gemeldet. Als sie hofften, dass die beiden Mittäter ihren Komplizen... Die kannte er auch. Die beiden Mittäter ihren Komplizen nicht verraten würden. Dann haben sie den Paul Schneider in der Wohnung seiner Schwester getroffen. Und mit ihm Fluchtpläne besprochen. Nein. Ich bin mit seiner Schwester verlobt. Ich bin zu ihr gegangen, um mit ihr zu besprechen, was wir jetzt tun sollen. Ihren Bruder betreffend? Ja. Ich wusste nicht, dass er zu seiner Schwester in die Wohnung kommt. Und als er dann kam? Habe ich versucht, ihn zu überzeugen, dass er sich stellen muss. Bitte. Also, ich und die Beamten Fischer und Witsch haben gehört, wie Paul Schneider sagte, er wolle fliehen nach Frankreich, Spanien oder Nordafrika. Und wie er von Matula und seiner Schwester Geld verlangte. Stimmt das? Ja. Aber ich hatte die ganze Zeit auf ihn eingeredet, dass er sich stellen muss. Und als er nicht wollte, waren Sie bereit, ihn laufen zu lassen, ne? Es geht hier darum, was Herr Matula getan hat, nicht darum, was er getan hätte. Ich sehe, da der Paul Schneider in Haft bleibt und also keine Möglichkeit der Absprache zwischen den beiden Herren Matula und Schneider besteht und auch keine Fluchtgefahr gegeben ist, keinen Grund, einen Haftbefehl gegen Sie zu erlassen. Sie sind bis auf Weiteres frei. Frau Schneider sprechen. Was heißt, sie nimmt keine Privatgespräche entgegen? Sagen Sie ihr bitte, Herr Matula möchte Sie sprechen. Es ist wichtig. Ehe ich zu der Sache Stellung nehme, erlauben Sie eine Frage. Wieso kommen Sie zu mir? Ich habe Sie vor Gericht ja nicht eben sanft behandelt. Sie haben das Beste für Ihren Mandanten rausgeholt. Und genauso einen Anwalt brauche ich. Aus Ihren Worten, nein, mehr aus Ihrem Tonfall, höre ich eine gewisse Verbitterung gegen die Polizei, die Sie von Ihrem Dienst suspendiert hat, die unabhängig vom Strafverfahren ein Disziplinarverfahren gegen Sie eingeleitet hat. Ja, natürlich, nein, aber... Nein, ich verstehe Ihre Verbitterung durchaus. Aber ist es nicht so, dass Sie auch zu mir gekommen sind? Weil Sie in mir einen Polizistenfeind vermuten? Nein. Da hätten Sie sich auch getäuscht. Nein, Herr Matula, wie dem auch sei, ich darf Sie nicht verteidigen. Ich bin der Anwalt des in diese Sache verwickelten Paul Schneider. Und da wäre eine Interessenkollision nicht zu vermeiden. Aber das Verfahren gegen mich hat doch mit dem von Paul Schneider gar nichts zu tun. Rein formal nicht. Aber Sie werden in beiden Verhandlungen gegen Paul Schneider... Das erste Urteil ist ja auch noch nicht rechtskräftig, als Zeuge gehört werden. Und umgekehrt er in Ihrem Prozess. Nein, ich kann das nicht mit meiner Anwaltspflicht vereinbaren. Aber ich nenne Ihnen gerne einen Kollegen. Aber wenn Sie mich verteidigen würden... Nein, nein, nein. Nein, nein, ich habe Sie schon verstanden. Sie können es nicht tun. Aber rein theoretisch. Wie würden Sie die Verteidigung aufziehen? Sie können mir die Beratung auch in Rechnung stellen. Sie müssen damit rechnen, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Sie erhebt, nach Paragraf 243 wegen schweren Diebstahls, falls man Sie als Mittäter ansieht. Oder nach Paragraf 258a wegen Strafvereitelung im Amt. Das erste würde das zweite ausschließen. Aber ich halte das zweite, Paragraf 258a, für wahrscheinlich. Lassen wir die Paragraphen. Reden wir davon, wie ich die Sache psychologisch anpacken würde. Laura, ich muss dich sprechen. Ich habe keine Zeit. Du, ich komme wieder. So geht das nicht. Du musst mit mir reden. Was gibt's da noch zu reden? Bitte, Laura. Wie
Das hat keinen Sinn. 10 Minuten, okay? Da. Ist doch wurscht, wo. Laura, was ist mit dir? Ich kann nicht mehr. Ich verstehe dich, dass dich das mitgenommen hat. Aber wir zusammen werden damit fertig. Du und ich, klar. Wir gehen jetzt zusammen nach Hause und am besten gleich in die Haie, das lenkt ab. Wir können doch nicht dafür. Doch. Ich habe ihn aufgezogen und ich habe versagt. Du hast mir was versprochen und hast es nicht gehalten. Laura, ich... Du hast versprochen, ihm zu helfen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit auf ihn aufpassen. Nee, du kannst nicht. Du konntest ihm nur den Tipp geben. Wir sind doch mit Absicht da reingeritten. Das haben deine lieben Kollegen auch gesagt. Welche Kollegen? Mit dem ich verhört habe. Aber das ist doch Unsinn. Das kannst du doch nicht glauben. Du hast Paul gehasst von Anfang an. Deswegen hast du ihn ja auch zusammengeschlagen auf der Straße, ohne Grund. Das ist doch absurd. Hast du ihn zusammengeschlagen oder nicht? Nein! Eifersüchtig, das ist es. Paul sollte ins Gefängnis, damit du freie Bahn hast. Aber da hast du dich getäuscht. Laura, komm zu dir. Du weißt, dass du Unsinn redest. Lass mich los. Deine Beziehung zu deinem Bruder, diese Affenliebe ist nicht normal. Das ist krankhaft, begreifst du das nicht? Nein. Laura, ich liebe dich. Ich will mit dir leben. Aber ich nicht mit dir. Hier, nichts warm, Stube. Zwei Kaffee. Da, drüben. Zwei Kaffee, bitte. Laura! Hast du gehört, hier nichts warm, Stube. In der Strafsache Matula bitte eintreten. Guten Tag, Herr Dr. Renz. Guten Tag. Möchten Sie? Nein, danke, ich rauche nicht. Sind Sie hier, ich meine, vertreten Sie Paul Schneider? Nein, heute nicht. Guten Tag. Entschuldigen Sie, warum sind Sie dann hier? Ich bin Zuschauer, ein Teil der Öffentlichkeit, sonst nichts. Herr Matula, Sie haben keinen Rechtsbeistand. Nein, ich möchte mich selbst verteidigen. Aha. Haben Sie die Anklageschrift verstanden? Ich denke schon. Gut. Ich habe Paul Schneider nicht nur laufen lassen, ich habe ihn auch im Kofferraum meines Autos versteckt. Ich habe das getan, weil ich mit seiner Schwester Laura Schneider befreundet war und weil ich ihr versprochen hatte, mich um ihren kriminell gefährdeten Bruder zu kümmern. Ja, eben, damit er nicht wieder was anstellt. Weil Paul Schneider nämlich keine Eltern hat und weil seine Schwester sich für ihn verantwortlich fühlt, habe ich... Naja, egal. Jedenfalls habe ich ihm dummerweise erzählt, dass das WKG-Gelände schlecht bewacht ist. Und als ich dann hörte, dass Einbrecher auf dem Gelände sind, wusste ich sofort, wer das war. Und ich fühlte mich irgendwie mitschuldig. Später, als Paul dann in die Wohnung seiner Schwester kam, wollte ich, dass er von sich aus zur Polizei geht. Dass er sich stellt. Das habe ich versucht, ihm zu erklären. Was ich getan hätte, wenn meine Kollegen nicht gekommen wären, ich weiß es nicht. Haben Sie der Laura Schneider nicht wiederholt in Ihrer Eigenschaft als Polizist Vorteile verschafft? Nein. Aber Sie haben sich doch, als eine Beschwerde gegen Frau Schneider wegen nächtlicher Ruhestörung vorlag, höchst unkorrekt verhalten. Nein, das stimmt nicht. Wir hören dazu später einen Zeugen. Waren Sie mit Laura Schneider auf der Kraftfahrzeugverwahrstelle und haben dort den Beamten Schulz überredet, das Fahrzeug außerhalb der Dienstzeit freizugeben? Ja.
Haben Sie, und darauf will ich hinaus und ich spreche das auch aus, sich durch Begünstigung im Dienst den Intimverkehr mit Laura Schneider erkauft? Ich hoffe nicht. Keine weiteren Fragen im Moment. Wer hat die ganze Geschichte ausgeheckt? Na, er hat mich, also uns, angestiftet. Er hat gesagt, geht zum WKG-Gelände. Wir können da ein Ding drehen. 30% für ihn und Rest für uns. Jawohl, der Matula hat die Idee gehabt. Und als die Sache dann schief lief, da hat er auf einmal wieder einen Bullen gespielt. Wollte mit uns nichts mehr zu tun haben. So war das. Und dann bei meiner Schwester, da hat er gesagt, hau ab. Hat mir sogar noch Geld angeboten. Und wie er sich an meine Schwester rangemacht hat, das war auch ganz mies. Genau wie der Herr Staatsanwalt erklärt hat. Er hat ausgenutzt, dass er bei der Polizei ist. Und meine Schwester, die ist gutmütig. Die hat sich davon einwickeln lassen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Hermann Josef Matula ist schuldig eines Vergehens der Strafvereitelung im Amt. Er wird hierwegen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 60 D-Mark verurteilt. Das Urteil begründet sich wie folgt. Der Angeklagte war nicht nur in vollem Umfange geständig, sondern hat uns auch die Beweggründe seines Handelns dargelegt. Und diese Beweggründe erscheinen dem Gericht geeignet, die Handlungsweise des Angeklagten zu verstehen, wenn auch nicht zu entschuldigen. Die Aussage des Zeugen Paul Schneider hingegen erscheint dem Gericht unglaubwürdig und diktiert von Hass und Eifersucht. Desungeachtet hat sich der Angeklagte des Vergehens der Strafvereitelung im Amt schuldig gemacht. Er war im Polizeieinsatz, hatte einen Einbrecher, den er kannte, auf frischer Tat gestellt und hat diesem dann zur Flucht verholfen. Ein solches Verhalten eines Polizeibeamten kann nicht ungeahndet bleiben. Alle Achtung, das haben Sie gut gemacht. Weniger konnten Sie kaum kriegen. Ich weiß. Wissen Sie was? Jetzt gehen wir ein Bier trinken. Und jetzt kommt noch das Disziplinarverfahren. Danke. Das kommt nicht. Wieso? Ich schmeiß den Krempel hin. Haben Sie sich das gut überlegt? Ich habe meine Kollegen nicht mehr so richtig lieb. Können Sie das verstehen? Und dann? Wovon wollen Sie leben? Taxifahrer, Rauschmeißer, was man so gelernt hat. Frau eben. Wie würden Sie sie beschreiben? Wozu? Ein Spiel. 1,70, dunkelblond, glattes Haar, teurer Ledermantel mit Pelz gefüttert, Ehering, trinkt Bier und Korn, geht bewusst zielstrebig, etwas unsicher. Weiter. Lebt in Scheidung, hat Kraft mit ihrem Liebhaber, geht jetzt weiter streiten, anschließend Versöhnung im Bett. Falsch. Glücklich verheiratet, Mutter von 3 Kindern, kommt gerade vom Klassenlehrer, der ihr gesagt hat, eins der Kinder bleibt sitzen. Weiß nicht, wie sie es ihrem Mann beibringen soll und hat sich Mut angetrunken. Möglich. Wer hat recht? Müsste man rausfinden. Genau. Genau dafür brauche ich manchmal jemanden. Eine Art Privatdetektiv. Gibt's davon nicht schon genug? Gute nicht. Wie wird man sowas?
Sie gehen zum Gewerbeamt, zahlen ein paar Mark und kriegen Ihren Gewerbeschein. So wird man das. Ich weiß nicht, ob man davon leben kann, aber das käme auf einen Versuch an. Wieder schnüffeln. Nicht schnüffeln. Recherchieren. Sie haben recht. Mit dem Fremdwort klingt alles gleich viel feiner. Ich denke drüber nach. Noch zwei Bier. Thank you.